Dann lege ich mal los. Ich habe da ein paar Sachen zusammengestellt, eine kleine Präsentation vorbereitet. Der Grund ist einfach, weil ich denke, um zu verstehen, was ich zu erklären versuche, sind ein paar Grafiken ganz sinnvoll. Und dann kann man dann Fragen stellen, denke ich, wenn man den Gesamtzusammenhang, den ich versuche darzustellen, eben dann verstanden hat, hoffentlich. Und dann entsprechend dann die Lücken noch mit Fragen zu füllen. Okay, ich lege einfach mal los, versuche die Präsentation zu starten. Mache ich jetzt gerade mal hier. Ja, freigeben und leg mal los. Also ein ganz gravierendes Beispiel für was wir in der Corona-Krise hier erlebt haben, ist jetzt die Angst. Ja, also das ist auch gemessen worden hier zum Beispiel von Katastrophenforschungsstelle hat hier einen Bericht gegeben, schon 2020. Und da sagen über 80% der Befragten, dass sie Angst haben, aufgrund des Coronavirus zu sterben. Also eine große, große Angst in der Bevölkerung. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Ich will nur meine Verwunderung preisgeben, weil klar wurde eigentlich schon sehr früh, dass es ja Alternativen gab. Und die vorletzte Sitzung habe ich ja hier präsentieren dürfen, wie die Evidenz war, dass es eigentlich völlig unnötig war, dass man Angst hatte, weil unser Immunsystem sich eigentlich sehr gut schützen könnte. Und ich habe das dann in meinem Buch dazu auch ausführlich dann hier belegt. Und wenn ich sozusagen jetzt auf eine aufgeschlossene Bevölkerung treffen würde, dann würde ich sagen, naja, dann müsste ich eigentlich hier Multimillionär sein, weil das Buch sich ungefähr 80% der Deutschen, also 80% der Deutschen hätten zum Buch greifen müssen und sagen, oh ja, hier steht drin, warum ich keine Angst haben muss. Und diese Situation hat mich ganz stark erinnert an meinen Beginn als Autor, als ich aus der Forschung sozusagen, aus der Grundlagenforschung ausgestiegen bin und mich damit befasst habe, wie Systeme funktionieren, vor allem unser Gehirn, und habe mich mit Alzheimer beschäftigt. Und damals war auch schon so, da gab es Umfragen und da hieß es auch, jeder zweite Deutsche hat Angst, dement zu werden. Und Demenz ist hauptsächlich Alzheimer, über 70%. Also Menschen haben massiv Angst vor Alzheimer. Und auch damals konnte ich zeigen, durch eine systemische Analyse, dass Alter nicht die Ursache ist und tatsächlich man Alzheimer sehr, sehr gut präventieren kann. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, wie das funktioniert. Der Punkt war allerdings, auch hier bin ich nicht Multimillionär geworden, auch hier über 50% der Deutschen geben an, das ist ihre Hauptangst im Leben. Und trotzdem war kein Interesse in dem Maßstab, sich mit einer Präventionsstrategie auseinanderzusetzen, die Angst eigentlich besiegen würde. Und das hat mir schwer zu denken gegeben. Und ich habe dann relativ früh angefangen, mir Gedanken zu machen, warum Menschen eigentlich nicht aufgeschlossen sind, wenn sie Angst haben und es eine Alternative gäbe und die zum Teil gar nicht mal hören wollen. Und maßgebend für meine Entdeckung, die ich dann gemacht habe, war ein Nobelpreis, der 2002 gegeben wurde. Und dann die Arbeiten habe ich dann hier publiziert, komme ich nachher drauf zurück. Aber der Wirtschaftsnobelpreis 2002 war entscheidend. Und der Titel dieses Wirtschaftsnobelpreises hieß damals Beurteilung und Entscheidung bei Unsicherheit. Unsicherheit bedeutet, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich habe möglicherweise Angst. Und ich muss eine Entscheidung treffen, ich muss mögliche zukünftige Szenarien beurteilen und Wege finden, wie ich damit umgehe. Und da scheint es ein Problem zu geben und das Problem in unserer Gesellschaft, eben gar keine Entscheidung treffen zu wollen, sich zurückzuziehen, die Angst auszuleben, war sozusagen dann federführend für mein weiteres Arbeiten an diesem Thema. Was damals gefunden wurde, und es hat dann Kahnemann später in einem Weltbestseller zusammengefasst, das hieß Thinking Fast and Slow, also schnelles und langsames Denken. Und er hat im Prinzip gesagt, unser Gehirn ist gespalten, wir haben ein schnelles Denksystem und ein langsames Denksystem und die arbeiten mehr oder weniger unabhängig voneinander. Wie ich nachher zeigen werde, ist im Prinzip unsere Gesellschaft fast genauso gespalten. Menschen, die hauptsächlich nur noch schnell denken und Gruppe, die noch fähig ist, auch langsam zu denken. Und um das zu unterscheiden, habe ich hier mal die Sachen gegeneinander aufgelistet. Also wir haben das schnelle Denken, das nennt Kahnemann System 1, und wir haben dieses langsame Denken, System 2. Schnelle Denken, System 1 benötigt keine mentale Energie und das langsame Denken benötigt mentale Energie. Um was es sich da handelt, das ist das große Geheimnis gewesen. Als damals der Nobelpreis vergeben wurde, wusste niemand, um was für eine Energie es sich handelt. Klar ist allerdings, ich kann nur dann wirklich systematisch denken, wenn ich diese Energie habe und diese Energie ist begrenzt. Die Konsequenzen ist,
die, wenn sie unlimitiert, für die mentale Energie, die eben die nicht benötigt wird bei System 1, ist deswegen also natürlich dann unlimitiert. Es kann immer aktiv sein. Während allerdings das System 2, das langsame Denken, das tatsächliche Nachdenken einer sogenannten Ego-Depletion unterliegt. Das heißt, wir müssen es bewusst einschalten. Bewusst einschalten heißt, unser Bauchgefühl sagt uns, es macht Sinn, über das Problem nachzudenken. Und ich will da noch ein ganz kleines Beispiel bringen. Wir waren vor kurzem auf einer Geburtstagsfeier. Mein Bruder fängt an, eine Frage in die Runde zu stellen. Wie viele Monate im Jahr haben 28 Tage? Und ich habe dann natürlich sofort geantwortet, ja, einer, ja, logisch. Natürlich auch nachgedacht ein bisschen. Ich habe gewusst, es muss eine Fangfrage sein. Die Fangfrage für mich war natürlich alle 4 Jahre ist natürlich der Februar, hat er nicht 28 Tage, dann 29. Aber es war komplett falsch, weil jeder Monat im Jahr hat 28 Tage. Das heißt, hätte ich tatsächlich intensiv mit System 2 nachgedacht, wäre ich da drauf gekommen. Und weil die Geburtstagsfeier am Abend stattfand, denke ich mal, wahrscheinlich hätte ich am Morgen etwas intensiver nachgedacht, wenn ich noch sozusagen nicht ego-depletiert gewesen wäre, wäre vielleicht auf die Antwort gekommen, vielleicht aber auch nicht. Es hat nämlich überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. Also ich nehme mal an, ich bin durchschnittlich intelligent. Und man hat auch wirklich herausgefunden, auf solche Fangfragen reagieren viele Menschen sehr, sehr schnell und reagieren sehr, sehr unbedacht, also ohne nachzudenken und antworten falsch. Und das hat überhaupt nichts mit dem IQ zu tun. Ich werde auch gleich erklären, wie das zusammenhängt. Naja, das System 1 ist ein unbewusstes Handeln im Affekt im Prinzip. Wir tun das, was wir immer tun, während eben System 2 bewusstes Nachdenken ist. Stereotype Denkmuster werden in System 1 abgebildet. Und kreatives, neues Denken, letztendlich sogar Querdenken über ja, Dinge quer vernetzen, laterales Denken ist System 2. Antrainierte kortikale Reflexe nennen das manche und das langfristige Planen wiederum System 2. Repetitive Verhaltensweisen habe ich jetzt schon erwähnt, neues Verhalten bei Bedarf, eben zum Beispiel über alternative Möglichkeiten nachzudenken, Bedarf System 2. Die Problematik ist unser langsames Denken depletiert, sind wir unfähig. Die Wahrscheinlichkeit, wirklich nachzudenken, ist sozusagen abhängig von unserem Erschöpfungszustand, ein Mangel an dieser Energie, die allerdings niemand kennt. Niemand kannte diese Energie. Ich nenne auch System 1 nur zum Klarstellung eigentlich nicht denken. Also wer rein im System 1 arbeitet und nicht System 2 einschaltet, denkt eigentlich nicht wirklich. Kahneman nennt es zwar schnelles Denken, aber für mich ist es eigentlich Nichtdenken. Und dieses Nichtdenken kann man auch als Zombie-Modus bezeichnen. Ja? Zombie-Modus klingt ein bisschen schräg, beruht aber auf einem anderen Nobelpreisträger, der den Begriff dafür eingeführt hat. Und das war Francis Crick. In einem Artikel, der ein Jahr nach dem Nobelpreis erschienen worden ist, schreibt er in einem Framework for Consciousness mit Christoph Koch zusammen hier den Artikel, es scheint ein großer evolutionärer Vorteil zu sein, über Zombie-Modi zu verfügen, die schnell und stereotyp reagieren. Also das ist System 1. Macht ja auch Sinn, wenn ein Auto auf mich zufährt, muss ich nicht nachdenken, muss wegspringen. Das ist ein Reflex, ein antrainierter Reflex und das ist System 1 und hilft beim Überleben. Aber er sagt eben auch, oder die beiden sagen eben auch, es ist auch wichtig, dass wir dieses langsamere System 2 haben, dass uns Zeit gibt zum Nachdenken und zur Planung komplexer Verhaltensweisen. Eben Zukunftsszenarien vorausplanen und überlegen, was bringen die im Vergleich zu alternativen Möglichkeiten. Und das ist etwas, was unser Gehirn relativ schnell überfordert und deswegen sehr viel Energie frisst. Und wenn wir die Energie nicht haben, dann werden wir System 2 noch nicht mal einschalten. Gut. Nachdenken, Planung von komplexen Verhaltensweisen finden in unserem Frontalhirn statt. Das ist die Region direkt hinter unserer Stirn. Hier ist ein Vergleich zum Neandertaler, der hat einen relativ flachen Frontalhirn, flache Stirn. Und im Krieg der Frontalhirne sozusagen, im Weltkrieg, hat dann der Mensch, der Homo sapiens, gewonnen. Der Homo Neandertalis ist ja ausgestorben. Okay, was macht das Frontalhirn? Wir nennen das die Exekutivfunktion. Das macht Pläne machen, umsetzen, exekutieren. Daher kommt das. Aufmerksamkeit und Fokus liegen im Frontalhirn. Die emotionale Kontrolle liegt im Frontalhirn, also eine Schädigung führt dazu, dass wir emotionale Kontrolle verlieren, soziale Intelligenz letztendlich in ihrer Ausführung und das Kurzzeitgedächtnis, was im Prinzip unserem IQ entspricht. Diese drei Dinge hier, die ich hier angesprochen habe, die hier rot markiert sind, sind System 2
brauchen System 2 oder sind System 2 und brauchen mentale Energie. Und jetzt war die große Frage, wo steckt eigentlich in unserem Billion diese mentale Energie und warum depletiert sie? Und diese Frage war eben nicht beantwortet, als der Nobelpreis vergeben worden ist. Und auch in den 20 Jahren seither ist sie nicht beantwortet worden. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gegeben. Und die Entdeckung dieses Frontalhirn-Akkus und die Konsequenzen, die fürs Individuum haben, aber auch für uns als Gesellschaft, sind eklatant. Soweit schon mal eine Voraussicht, damit Sie hier dabei bleiben. Okay, die Suche nach dem Frontalhirn-Akku. Ich habe 6 Kriterien gefunden durch Literaturrecherche, was der Frontalhirn-Akku sozusagen an Eigenschaften hat. Er wird für System 2 benötigt, habe ich jetzt ausführlich besprochen schon. Seine Speicherkapazität ist begrenzt, deswegen unterliegt er der Ego-Depletion. Bei Stereotypen-Aktivitäten, System 1, wird er nicht genutzt. Und deswegen sind die Zombie-Modi immer aktiv, haben wir besprochen. Er wird im Schlaf wieder aufgeladen. Das heißt, wir wissen, morgens sind wir mental fitter als abends und auch wahrscheinlicher, dass wir dann eben auch mit System 2 agieren können. Der frontale Akku selbst muss sich, das war auch eine Arbeitshypothese, nicht im Frontalhirn selbst befinden. Er kann auch irgendwo anders sein. Es muss aber dann eine schnelle Verbindung geben für den Energietransfer. Und eine Schädigung des Akkus, logischerweise, würde dieselben Symptome eigentlich machen wie die Schädigung des Frontalhirns selbst. Und zwar, Betroffene sind in Stereotypen, Verhaltensweisen gefangen. Okay, Stereotype, Verhaltensweisen und gefangen. Der erste Gefangene in diesen Stereotypen, Verhaltensweisen war ein Herr Henry Molaison. Er war ein Gefangener der Gegenwart, so wurde er beschrieben. Der Grund, relativ einfach, ihm wurden eine Hirnregion entfernt, beidseitig. Und geschah am 1. September 1953. Seit dort war er dieser Gefangene der Gegenwart. Er konnte sich an nichts mehr erinnern. Sein episodisches Gedächtnis wurde entfernt. Und ohne Erinnerungsfähigkeit, Erinnerung der eigenen Gedanken, war er ein Mensch ohne Vergangenheit, ohne Zukunft und bar jeder Motivation, wie er beschrieben worden ist. Er war praktisch nur noch im System 1 und da sein Frontalhirn selbst aber nicht betroffen war von der Operation, war sein IQ zum Beispiel vollkommen unverändert. Also die Fähigkeit, System 2 einzuschalten und über sich selbst nachzudenken, über die Zukunft nachzudenken, schien unabhängig davon zu sein, wie der IQ ist. Okay, was ist entfernt worden, ist der Hippocampus. Das ist diese orange Region, die hier im Temporallappen liegt, beidseitig. Und dieses enthält unser episodisches Gedächtnis. Und wie das jetzt mit System 2 zusammenhängt, erkläre ich jetzt ganz kurz. Hier ist nochmal der Grund, warum der Hippocampus Hippocampus heißt. Die Struktur links ähnelt der eines Seepferdchens und das ist eben der Hippocamp. Okay, der Hippocampus, wie ich zeigen werde, wird für System 2 benötigt. Seine Speicherkapazität ist begrenzt. Wir müssen ihn nachts sozusagen wieder aufladen. Keine Erinnerung an Zombie-Aktionen, weil der Hippocampus merkt sich nur, was wir bewusst erleben. Er regeneriert im Schlaf. Es gibt sehr schnelle, die schnellsten Verbindungen an Nervenzellen, die sogenannten Economy-Neurone, verbinden den Hippocampus mit dem Frontalhirn. Und was dazu kommt, Economy-Neurone verbinden vor allem soziale Erinnerungen. Und diese Neuronen gibt es auch nur in sozial sehr komplexen Wesen, also zum Beispiel Elefanten haben es, höhere Affen haben es und Wale und Delfine haben die von Economy-Neurone. Also alles Tiere, die sich sozial organisieren und damit ihre Umwelt meistern. Interessant übrigens, die Economy-Neurone sind die Nervenzellen, die verschwinden bei der sogenannten frontotemporalen Demenz, wo das vor allem das Sozialverhalten darunter leidet. Und tatsächlich ist es so, dass die Symptome vom Hippocampus, wenn man ihn schädigt, genau dieselben sind wie Schädigung des Frontalhirns. Und das war ein weiterer Hinweis, dass es sich beim Frontalhirn-Akku um den Hippocampus handeln könnte. Und ich zeige das ganz kurz mal, was passiert in unseren Gedanken, wenn wir an sie denken. Also wenn wir nicht mehr an sie denken, was passiert mit denen? Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir verschiedene Szenarien versuchen zu überlegen, also zum Beispiel im Bereich Corona, will ich wirklich mit Vitamin D vielleicht meinen Schutz erzielen oder will ich doch lieber der Propaganda folgen? Das sind ja verschiedene Möglichkeiten und die haben Auswirkungen. Die haben soziale Auswirkungen, die haben Auswirkungen, wie ich mich mit anderen Menschen auseinandersetzen muss. Die haben betreffen meine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit und so weiter. Und das ist etwas, was
unser Frontalhirn, das nur ein Kurzzeitgedächtnis hat, was nur wenige Sekunden Informationen speichern kann, im Prinzip gar keine speichert, sondern die einfach nur als Hirnströme sozusagen aktiv hält und bewusst hält, ist damit vollkommen überfordert. Wir müssen die Gedanken zwischenspeichern können und am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, wenn es Pläne sind, die wir umsetzen wollen, müssen diese Gedanken noch vorhanden sein. Naja, deswegen ist die Frage eben, was passiert mit unseren Gedanken, wenn wir nicht an sie denken? Und dann werde ich jetzt mal hier kurz versuchen zu erklären. Also wir erleben etwas bewusst, auch unsere Gedanken erleben wir bewusst. Die werden dann im Hippocampus gespeichert. Und der Hippocampus ist die einzige Region in unserem gesamten Gehirn, die fähig ist, sofort und dauerhaft etwas zu speichern. Fremdwörter zum Beispiel interessieren den Hippocampus nicht, deswegen müssen wir es repetitiv lernen, 10, 20, 30 Mal wiederholen. Aber eine Situation, die ich gerade mit irgendjemand erlebt habe, die ich spannend fand oder die mich emotional bewegt hat, die ist lebenslang in meinem Hippocampus gespeichert, obwohl ich sie nur ein einziges Mal erlebt habe. Und das ist eben das Besondere des Hippocampus. Er merkt sich, dass wann wir etwas erlebt haben und das, wo wir es erlebt haben, das ist ganz signifikant und das macht er lebenslang. Und die Inhalte, was wir erlebt haben und wie es sich angefühlt hat. Das war's und wie, da ist er allerdings begrenzt. Die Erlebnisse reichen nur, die Erinnerungen reichen nur für maximal einen Tag. Und hier kommt eben jetzt der Nachtschlaf zum Tragen. Das heißt, wenn wir tagsüber uns etwas gemerkt haben, können wir es jederzeit wieder aus dem Hippocampus rausholen. Aber wenn wir dann am nächsten Tag wieder etwas merken wollen, muss der Hippocampus leergeräumt werden. Ähnlich wie ein Computerchip oder ein Chip für einen Fotoapparat. Wenn wir tagsüber jede Menge Fotos machen, können wir am nächsten Tag nur fotografieren, wenn wir es nachts auf die Festplatte hochladen. Und genau das passiert hier auch, wenn wir in Schlacht schlafen, wenn es dunkel wird, schlafen wir. Und das Was und Wie wird hochgeladen in den Neokortex. Das ist so eine Art Festplatte. Und wir haben dort die Erinnerung sozusagen langfristig gespeichert. Wenn es dann wieder hell wird, können wir über die IP-Neurone, also über die Wann- und Wo-Neurone, diese Erinnerung wieder abgreifen. Um wieder in Computersprache zu gehen, im Prinzip ist der Neokortex eben die Festplatte und die Wann- und Wo-Neurone, also Orts- und Zeitneurone. Für die Wann-Neurone gab es übrigens auch den Nobelpreis für die Entwicklung. Für die Wann- und Wo-Neurone sind im Prinzip die IP-Adressen für die neokortikale Cloud. Das heißt, nur über diese IP-Neurone habe ich Zugang zu meinen Erinnerungen, die ich am Tag vorher oder Jahre vorher gespeichert habe. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Jetzt ist es nämlich so, der Mensch kann über 100 Jahre alt werden, auch 122. Naja, und die Frage ist dann, wenn unser Hippocampus ständig neue IP-Adressen generieren wird, aber letztendlich limitiert ist in seinem Volumen, wie schafft er das? Und da hat die Natur eine wunderbare Eigenschaft dem Hippocampus gegeben. Und zwar, er kann in diesem Bereich ständig neue Hirnzellen produzieren. Man nennt das adulte hippocampale Neurogenese. Es ist die einzige Region im Gehirn, neben dem Riechhirn, was eben auch zum Archikortex gehört, wie der Hippocampus, ist die einzige Region, die fähig ist, ständig neue Hirnzellen zu produzieren. Und zwar beim Erwachsenen vom 80-90-Jährigen noch genauso effizient wie beim 18-Jährigen. Und das ist eine ganz besondere Eigenschaft. Das heißt, wir können lebenslang neue Erinnerungen speichern. Und im Prinzip ist es die Konsequenz, wir werden immer weiser, weil immer mehr und mehr sozusagen Erinnerungen im Leben lang akkumulieren und komplett unser Verhalten steuern können. Das heißt, man spricht dann von Altersweisheit. Ob das natürlich bei uns als normalen, als Bürger einer, sagen wir, artfremden Lebensweise leben, noch der Fall ist, werde ich gleich untersuchen. So, was macht dieses lebenslange Wachstum unseres Erfahrungsschatzes? Nun, einerseits ist es die Grundlage für natürliche Neugier. Diese neuen Zellen, die da entstehen, sind tatsächlich die Zellen, die Interesse an neuen Erfahrungen wecken. Die sind auch juvenil. Das heißt, die Fähigkeit, Sachen zu speichern, entsprechend dem eines Kleinkindes. Sammeln von neuen Erfahrungen sind wichtig und das ist nur möglich, ohne frühere Erfahrungen zu überschreiben, wenn ständig neue Nervenzellen da sind, die man als IP-Neurone verwenden kann. Das heißt, die Neurogenese ist absolut wesentlich dafür, dass wir frühere Erinnerungen nicht überschreiben müssen, wenn wir neue Erfahrungen machen. Letztendlich limitieren die IP-Neuronen, also die Entstehung neuer Hirnzellen, die Neurogenese, die Kapazität des Frontalhirnakkus. Das sollte man im Hinterkopf behalten. Und ganz wichtig, die Anpassung an Reaktion auf Stress, also die psychische Resilienz, ist de facto komplett davon abhängig, ob Neurogenese stattfindet.
Das liegt einfach daran, dass diese neuen Zellen alle neuen Erfahrungen, die wir machen, sammeln und gleichzeitig an der Stelle sind, wo alle anderen Erfahrungen, die wir jemals gemacht haben, abgespeichert sind, beziehungsweise die IP-Adressen dazu sind. Und nur durch diese Kombination können die neuen Hirnzellen relativ schnell entscheiden, ist das jetzt was Gefährliches, was ich erlebe, oder ist es weniger gefährlich? Und diese sozusagen Reaktion auf die oder die Analyse dieser Situation der neuen erlaubt eben das Abschwächen der Stressantwort, wenn eben nicht notwendig. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn man keine neue Hirnzellenproduktion hat im Hippocampus, dann bleiben Stressantworten sehr, sehr lange erhalten und wir leiden darunter. Das ist auch gezeigt worden hier. Hier in einer Publikation schon 2011, die Neurogenese im Erwachsenen-Hippocampus puffert Stressreaktionen und depressives Verhalten. Es ist sogar so, dass praktisch kein Antidepressivum wirken würde, würde keine Neurogenese stattfinden. Oder umgekehrt, alle Antidepressiva, die auf dem Markt sind, machen nichts anderes, als die Neurogenese zu fördern. Ansonsten würden sie nicht wirken. Und hier ist eine weitere Publikation, die zeigt, Steigerung der Neurogenese im Hippocampus von Erwachsenen reicht aus, um Angst und depressives Verhalten zu verringern. Okay, jetzt haben wir die Funktion der Neurogenese sozusagen dargestellt. Und nochmal hier zusammenfassend, adulte hippocampale Neurogenese, ist sie aktiv, haben eine starke psychische Resilienz, Widerstandskraft, sind kreativ, neugierig und haben System 2 fähig, ist sie inaktiv, haben eine schwache psychische Resilienz, eine schwache Widerstandskraft und als Konsequenz sind wir gefangen in System 1 mit der arme Henry Molaison. Um zu verstehen, was ist notwendig, dass die hippocampale Neurogenese lebenslang sogar funktioniert und aktiv ist, habe ich eine Formel aufgestellt, die im Prinzip 6 Bereiche beinhaltet. Es ist im Prinzip die Formel, um alt und weise zu werden. Ich habe sie damals Methusalem-Formel genannt. Es ist auch die Formel gegen Alzheimer, wie ich zeigen werde. Und vor allem ist es die Formel gegen ein erschöpftes Gehirn. Und wir werden jetzt einfach mal beispielhaft die einzelnen Elemente anschauen. Immer nur ein Beispiel pro Element, damit ein Verständnis dafür da ist, warum wir in unserer modernen Gesellschaft so erschöpft sind und unfähig sind, System 2 einzuschalten, wenn es eigentlich notwendig wäre, um zum Beispiel Angst zu überwinden oder alternative Strategien zu wählen, wenn sie denn vorhanden sind. Schauen wir uns den Lebenssinn an. Wenig Lebenssinn erhöht das Alzheimer-Risiko. Und wie ich nachher zeigen werde, das Alzheimer-Risiko ist direkt damit verbunden, ob die Neurogenese stattfindet oder nicht. Und Lebenssinn zum Beispiel im Alter ist, dass man für seine Enkel da ist, Bedeutung hat, dass man morgens einen Grund hat, aufzustehen. Fehlt diese Aufgabe, leiden wir unter Distress. Aber wenn sie da ist, haben wir Eustress, wir haben eine Aufgabe, wir lernen, wir haben bewältigbare Herausforderungen. Das ist eine optimale Aktivierung der Neurogenese damit gewährleistet. Es wurde auch sehr früh schon, vor 100 Jahren wurde schon gefunden, dass wir sehr viel fähiger sind, stressresistenter sind, wenn wir eine mittlere Aktivierung des Stressniveaus haben. Das kann man jetzt übertragen eben auf die adulte hippocampale Neurogenese und kann sagen, das ist die Kurve. Wir haben einen hohen Schutz vor Depressionen und Alzheimer, wenn wir eine optimale Neurogenese haben. Und wir haben praktisch keinen Schutz vor Depressionen und Alzheimer und letztendlich keine System-2-Fähigkeit, wenn wir eine mangelnde Neurogenese haben. Wie sieht es in unserer Gesellschaft aus? Wir haben sehr viele Menschen, die unter chronischem Stressmangel leiden. Also wirklich Stressmangel ist nicht gut. Also für unsere vor allem ältere Menschen ist es keine gute Sache, keine Aufgaben mehr zu haben. Aus evolutionärer Sicht betrachtet macht es eben keinen Sinn, dass man in Rente geht. Man hat eine geringe Aktivierung und so weiter. Aber das Gegenteil, der übergestresste Manager oder jemand, der eben 2, 3 Berufe gleichzeitig hat, wie zum Beispiel Mutter zu sein, einen Beruf noch ausüben zu müssen, für die Familie zu sorgen, das kann alles schon so viel Zeitmangel bedeuten, dass man chronischen Distress hat. Und dann hat man überhöhte Aktivierung und auch das ist schädigend für den Hippocampus. Ernährung will ich mal ein Beispiel nennen, Omega-3. Wir haben einen massiven Omega-3-Mangel in unserer Gesellschaft. Der Index liegt bei 4% ungefähr. Hier in der Grafik gezeigt, das Volumen des Hippocampus in Bezug zur Menge an Omega-3, die man im Blut messen kann. Ideal wäre 11%, hat man auch das höchste Volumen des Hippocampus. Wenn man Studien anschaut, ist es tatsächlich so, dass hier ein Bereich ist, was gegeben wird in Studien. Und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, dass ganz viele Studien gemacht werden, wo man keinen Nutzen findet. Und dann gibt es eben sehr viele Studien, die Nutzen zeigen. Und man sieht ganz deutlich,
die Studien, die nutzen, zeigen, die geben eben eine Menge von Omega-3, die eben den Index nach oben treibt. Und wenn man den Index nicht nach oben treibt, dann hat man auch keinen Effekt. Und das eben habe ich auch ein Buch darüber geschrieben, weil Problem ist, in unserer Gesellschaft, die einzige vernünftige Quelle war bisher Fisch. Das zeige ich auch in dem Buch Evolution, dass die Evolution des Menschen letztendlich auf eine aquatische Herkunft hat. Das heißt, wir waren Fischer und Sammler, hatten damals auch das größte Gehirn, bevor wir umgestiegen sind und letztendlich Agrarier wurden. 11% nach einer Publikation, die in Nature publiziert wurde, waren wir damals, also vor 10 bis 12.000 Jahren, war das Gehirn noch wesentlich größer, als es heute ist. Und wenn man Hirngröße mit Hirnleistungsfähigkeit sozusagen korrelieren würde, dann ist es schon so, dass wir an Leistungsfähigkeit verloren haben. Und ein Grund dafür ist eben auch der Mangel an aquatischen Omega-3-Fettsäuren. Und heute kann man gar niemand mehr, empfehlen, genügend Omega-3 zu sich zu nehmen in Form von Fisch. Und deswegen ist Algenöl die Alternative. Vitamin D, wir haben ja lange darüber gesprochen, dass Vitamin D ein schlechtes Immunsystem macht, ein Immunsystem, das überreagiert und zu einem Zytokinsturm führt, wenn es zum Beispiel eine Infektion erlebt, wie eben das vom Coronavirus, und dann eben tödlich enden kann. Aber das gleiche Problem ist auch hier, Vitamin D ist genauso entscheidend für die Funktion des Hippocampus. Und das ist gezeigt worden hier, Vitamin D und die Entwicklung Hippocampus, soweit die Geschichte, 2015. Da zeigt, wurde auch schon gesagt, wir haben eine Insuffizienz von Vitamin D bei jungen und bei älteren Menschen. Und es ist auch klar gezeigt worden, dass es eine vielfältige Wirkung gibt von Vitamin D. Es ist neurogen und die sind unbestritten. Und das heißt, immer mehr und mehr Studien zeigen eben, dass es für die wichtig ist, für die Funktion des Gehirns. Und wenn wir unter Vitamin D-Mangel leiden, was wir tun, kann es eben nicht gut sein für unser Gehirn. Und das entspricht vor allem für den Hippocampus. Ganz grundsätzlich, Vitamin D-Mangel in der Allgemeinbevölkerung mit einer Gehirnalterung, einer beschleunigten in Verbindung gebracht. Und vor allem auch mit Alzheimer. Das heißt, eine direkte Beziehung zu Alzheimer als Maßstab für eine gestörte Neurogenese. Und hier zum Beispiel, wir fanden eine lineare Dosis-Wirkungsbeziehung, die zeigt, eine Erhöhung des Vitamin-D-Spiegels um 10 Nanomol führt zu einer Reduktion der Demenz um 5% und Alzheimer um 7%. Das ist gravierend. Wenn wir davon ausgehen, ich habe es bei für Corona ja schon mal ausgeführt, dass wir im Schnitt nur 30 Nanomol haben im Winter, aber eigentlich 130 bis 140 Nanomol ideal wären, dann sind wir praktisch um so viel Stufen unter diesem Wert, dass schon allein das schon erklärt, warum wir eine so hohe Alzheimer-Krankheitsprävalenz haben in Deutschland. Bewegung ist ein anderes Faktor. Mangel an Bewegung. Hier eine ganz einfache Studie, die vieles zeigt. Hier Personen wurden genommen aus einem Seniorenheim. 120 Menschen wurden ausgewählt nach einem Kriterium. Also im Schnitt waren es um die 70 Jahre. Das Kriterium war, sie sollten keine Demenz haben. Und sie sollten im Schnitt nicht weniger wie 400 Meter am Tag sich bewegen. Was die meisten geschafft haben, sich so wenig zu bewegen. Und dann wurden die in die Studie randomisiert, verteilt in zwei Gruppen. Die eine Gruppe sollte jeden Tag eine Stunde spazieren gehen. Die andere sollte sich weiterhin nicht groß bewegen, aber eine Stunde Gymnastik machen auf dem Stuhl. Und dann hat man die Hippocampi vermessen, dieser beiden Gruppen. Und was hier rauskam, ist eklatant. Hippocampus kann man einfach vermessen durch Magnetresonanztomographie, indem man das Gehirn sozusagen in Scheibchen schneidet. Hier gelb eingezeichnet, hier in Pixeln ist der Hippocampus. Und dann kann man die verschiedenen Schichten aufeinanderlegen und er kriegt so das Volumen. Und was man gefunden hat in dieser Studie, ist eklatant. Innerhalb eines Jahres ist bei der sitzenden Gruppe der Hippocampus um 1,4% geschrumpft. Das entspricht ungefähr der Schrumpfungsrate in Deutschland für den Erwachsenen, die bei ungefähr 1% liegt. Bei der anderen Gruppe, die jetzt angefangen hat, sich zu bewegen, ist der Hippocampus nicht weiter geschrumpft, sondern gewachsen, und zwar um 2%. Das heißt, selbst im Alter von 70 Jahren kann ich die Neurogenese, das Wachstum des Hippocampus wieder anregen. Das heißt, meine Fähigkeit, System 2 einzuschalten, ist jederzeit sozusagen reaktivierbar. Was hat man gefunden in der Gruppe? Gedächtnis und Fitness wurde besser, Stressresilienz wurde besser, während in der anderen Gruppe diese verschiedenen Parameter schlechter wurden.
Das ist das beste Antidepressivum und das Alzheimer-Risiko ist im Schnitt halbiert, wenn man nur eine Stunde am Tag sich bewegt. Letztendlich geht es darum, dass man diese Hormone aktiviert. Und diese Hormone werden aktiviert, zum Beispiel EPO. EPO wird zum Beispiel freigesetzt, wenn wir eine Art Sauerstoffschuld im Körper generieren. Steige ich zum Beispiel eine Treppe nach oben, dann muss ich, wenn ich oben ankomme, atme ich etwas stärker. Warum muss ich etwas stärker atmen, obwohl ich schon sozusagen mich nicht mehr bewege? Ganz einfach, es dauert ein bisschen, bis das Herz-Kreislauf-System aktiviert wird, wenn wir die Treppe anfangen zu steigen. Wir gehen also in eine Sauerstoffschuld, die Muskeln arbeiten schon, nehmen den Sauerstoff aus dem Körper, die Lunge liefert es etwas verspätet nach und dieser Mangel muss eben ausgeglichen werden, wenn wir an der Treppe oben ankommen. Das heißt, EPO wird freigesetzt. EPO macht Folgendes. Es sorgt dafür, dass wir mehr rote Blutkörperchen haben, sodass die Sauerstoffschuld beim nächsten Mal geringer ist und wir weniger heftig atmen. Das ist ein Trainingseffekt. EPO ist aber auch ein potenter Wachstumsfaktor für den Hippocampus, aktiviert die Neurogenese. Der Punkt ist jetzt, warum muss ich schwer atmen? Weil ich es nicht gewöhnt bin, die Treppe hochzugehen. Wenn ich aber einen Trainingseffekt habe, dann muss ich schon wieder etwas mehr machen. Das heißt, was sozusagen EPO anregt, ist individuell. Wenn ich jetzt nie Sport gemacht habe, dann ist es schon sehr, sehr viel, wenn ich eine Stunde spazieren gehe. Wenn ich sozusagen vorher nur ein paar hundert Meter gelaufen bin, sprich eigentlich nur zur Toilette oder in den Speisesaal. Und dann ist meine ganze Bewegung warm. Das heißt, es ist persönlich abhängig, ob ich wieder Reize setze jeden Tag und was diese Reize sein müssen. Wenn ich 2 Stunden mich bewege, sind die Effekte größer. Das ist gezeigt worden, auch in dieser Studie. Also das ist ein Schnitt, den ich dir zeige, plus 2%. Aber die den größten Trainingseffekt hatten, also den größten Fitnesszuwachs hatten, hatten auch das größte Wachstum. Das ist also immer davon abhängig, dass man eben sich selbst sozusagen persönlich, seinen persönlichen Level sozusagen stresst, indem man körperlich aktiv wird. Und dieser Stress eben ist dann gesund, Eustress im Prinzip für den Körper und führt zur verbesserten körperlichen Leistungsfähigkeit und eben auch zu einer besseren Leistungsfähigkeit des Hippocampus, sprich einer höheren Gedächtnisleistung, einer höheren Stressresistenz und letztendlich einer besseren Fähigkeit, System 2 einzuschalten. Interessant übrigens, wenn man Deutschland die Zahlen anschaut, die WHO findet es ja wichtig, dass man sich bewegt, das finde ich toll, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, also hier unter Bewegungsmangel laut WHO von dieser Studie von 2018 leiden 42% der Deutschen. Allerdings, Bewegungsmangel ist definiert als Bewegung in der Woche von 150 Minuten. Und es ist noch nicht mal Sport, also keine sportliche Bewegung. Es reicht tatsächlich, wenn man nur zum Auto sich bewegt, hat man schon 5 Minuten oder 3 Minuten gebraucht. Auf die Toilette ist 1 Minute. 20 Minuten am Tag sich bewegen und man hat keinen Bewegungsmangel laut WHO. Es ist dramatisch. Und selbst das schaffen noch nicht mal 42% der Deutschen. Ja, aber das ist natürlich ein Irrsinn, das ist viel zu wenig. Optimal sind 10.000 Schritte am Tag, dafür gibt es gute Studien. Und das schafft man dann ungefähr auch, wenn man 1 bis 1,5 Stunden zum Beispiel spazieren geht oder sonst irgendwie sich bewegt. Da ist jede Art von Sport hilft da. Okay, der Hippocampus übrigens kann nur nachts wachsen. Also Schlaf ist wichtig, vor allem guter Tiefschlaf ist wichtig. Ich werde nachher darauf zurückkommen, wie der gelitten hat unter den Corona-Maßnahmen. Also die Bewegung natürlich hat auch gelitten. Wir wissen, dass Bewegungsmangel dramatisch wurde während der Corona-Lockdowns. Warum wächst er im Schlaf? Ganz einfach, Melatonin wird hochgefahren, das sorgt für Tiefschlaf. Und nur im Tiefschlaf, vor allem in späten Tiefschlafphasen, wenn das Melatonin am höchsten ist, im sogenannten REM-Schlaf, wächst der Hippocampus, dort findet die Neurogenese statt. Wachstumshormon ist auch potenter Wachstumsfaktor für die hippocampale Neurogenese, ist maximal aktiv, wenn man in den Schlaf kommt, heilt auch alle Wunden sozusagen, ist ein Wundheilungshormon. Und ein Regenerationshormon. Und die Wachstumshormonlevel und die Melatoninlevel sind am höchsten, je mehr Zeit wir tagsüber draußen verbringen und je mehr wir Sport machen. Und wenn man sich vorstellt, dass das im Lockdown eingeschränkt wurde, dann sind auch die Spiegel natürlich geringer. Und Cortisol hat einen Tiefstand in der Schlafphase. Und das ist eben die Notwendigkeit, eine Voraussetzung dafür, dass dann die Neurogenese stattfinden kann. Und wenn natürlich jetzt Menschen schon mit Stressnachrichten ins Bett gehen, dann sind die Level extrem hoch, auch nachts noch hoch. Und auch das unterbindet dann die Neurogenese. Gehen wir nochmal auf die Formel zurück hier, als gerade jetzt eine schnelle Zusammenfassung. Wichtig ist Freisetzung von Oxytocin bei Geburt und dass wir eine gute Paarbindung haben, sozial verbunden sind mit Menschen, eine Aufgabe haben
Und soziale Verbindung bedeutet in Kontakt sein mit Menschen, mit anderen Wesen. Und was bei uns das Lausen ist, wäre vielleicht bei Menschen ein Klopfen auf die Schulter, einfach ein persönlicher Kontakt mit Menschen. Bewegung ist wichtig, habe ich ausführlich besprochen. Ernährung habe ich zwei Beispiele gebracht, Vitamin D und Omega-3. Omega-3 natürlich nicht hier in Form von Fisch, im Lachs, wie man hier sieht, sondern eben dann in Form von Algenöl. Das wäre die sinnvolle Alternative. Schlaf ist wichtig. Wir brauchen Zeit für uns selbst, für andere, eben kein Distress. Und das ist sozusagen die optimale Kombination, artgerecht würde ich sagen, für uns Menschen. Und damit haben wir optimales hippocampales Wachstum und damit die optimale System-2-Fähigkeit, die notwendig ist, um eben in Krisensituationen vernünftige Entscheidungen zu treffen, ja, überhaupt über etwas nachzudenken, nachdenken zu wollen und eben keine Angst haben vor Neuem, was normalerweise einhergeht mit schrumpfenden Hippocampus, mit der Depression. Na gut, so sieht die optimale Situation aus. Und wie sieht die Realität aus? Ja, wir haben sehr viele Menschen, die keine Aufgaben haben, die im Altersheim, Seniorenheim enden und isoliert sind. Und die Isolation, wie ich nachher noch zeigen werde, ist dann besonders gravierend, wenn wir die Corona-Maßnahmen anschauen. Wir haben einen Mangel an Bewegung in unserer Gesellschaft, habe ich ausführlich gezeigt. Die Ernährung ist dramatisch schlecht in unserer Gesellschaft. Wir haben gravierende Mängel, vor allem von bestimmten Mikronährstoffen und natürlich auch Giftstoffe, die wir zuführen. Hier ein rauchendes Beispiel. Dann haben wir das Problem im Schlafmangel, der selbst in der Schule ist und einen überstrapazierten Manager oder ja nicht nur Manager, viele Familienmitglieder, Frauen, Männer, die Multitasking machen müssen, um zu überleben, ist natürlich ein Riesenproblem. Und dann schrumpft der Hippocampus. Und die Konsequenz ist letztendlich chronische Erschöpfung, Unfähigkeit, System 2 einzuschalten, Depression und Alzheimer als Biomarker. Zu Alzheimer dann ganz kurz, wer es genauer wissen will. Ich habe hier eine Publikation gemacht, die ist peer-reviewed. Die heißt Einheitliche Theorie der Alzheimer-Krankheit, wo ich zeige, dass die Neurogenese letztendlich der Schlüssel ist, um Alzheimer zu präventieren. Hier nochmal gezeigt in einem Schaubild und auch publiziert. Und so sieht die Realität aus. Mangelnde produktive Neurogenese und der Hippocampus schrumpft, anstatt zu wachsen. Das sieht man jetzt auch in diesem Bild hier. Das wäre das natürliche Hippocampus-Volumen, der Zuwachs. Beim Kind, wir werden ungefähr geboren mit 3 Kubikzentimeter Hippocampus-Volumen. Wenn bei Geburt das Gesamtvolumen, also beide Hippocampi zusammen, und dann haben wir ein Wachstum, bis wir so ungefähr 25 sind, und maximalen Anstieg an Hippocampus-Volumen, und dann nochmal ein Wachstum von 1, 2, 3% pro Jahr, wie wir es auch bei den 70er-Jahren gesehen haben, die plötzlich anfangen, sich zu bewegen. Na gut, das wäre natürlich. Die Realität sieht aber so aus, wie viele Studien zeigen, eine der größten, die 2019 publiziert worden ist, kommt von der UK Biobank. Da sieht man eben, dass das Wachstum eingeschränkt ist und ein Schrumpfen stattfindet. Und je kleiner der Hippocampus ist, umso näher sind wir zum Beispiel auch beim Alzheimer oder in der Depression. Hippocampusvolumen, chronische Erschöpfung, Depression, Alzheimer. Jetzt interessant. Die Weltgesundheitsorganisation hat herausgefunden, 2019, dass die Volkskrankheit Nummer 1 weltweit ist die Depression. Depression als Marker für schrumpfenden Hippocampus hat sozusagen jetzt weltweit die Nummer 1 erobert. Also wenn überhaupt die Gesellschaft, die menschliche Gesellschaft als Ganzes ein grundlegendes Problem hat, ist es das Schrumpfen des Hippocampus und die Fähigkeit, die Unfähigkeit, System 2 einzuschalten. Und natürlich die langfristige Angst, die berechtigt ist, dass man dann Alzheimer entwickelt. Und wie ist das Ganze jetzt unter den Corona-Maßnahmen unser Gang seit 2019? Jeder Achte wurde in der Pandemie erstmals depressiv. Jeder Achte ältere Mensch, wobei älterer Mensch ab 50 Jahren betrachtet wurde hier in dieser Publikation. Und dann schreiben die Leute, die das publiziert haben in Kanada, besonders die Lockdown-Phasen während der Pandemie haben bei alten Menschen, und ich sage alten Menschen ist ab 50, halte ich für etwas für übertrieben, hat bei alten Menschen zur Vereinsamung Depression geführt. Gut, Depressionsraten, die 2019 ein Maximum hatten weltweit, haben sich im Schnitt nochmal verdreifacht. Schwere Depressionen, wie hier gezeigt, sogar nochmal versiebenfacht innerhalb des ersten Jahres der Corona-Maßnahmen. Also eine Verdreifachung vom Höchststand durch die Maßnahmen, durch die Inhalte der Maßnahmen. Und da gehören viele Dinge dazu. Natürlich Bewegungsmangel, schlechter Schlaf, Angstproblematiken, die natürlich massiv gefördert worden sind.
Aber auch Existenzängste führen dazu, also auch sozusagen Verlust an Lebenssinn. Denn ich meine, wenn mein Geschäft sozusagen ruiniert wird durch die Lockdowns, hat es dramatische Konsequenzen für mein Wohlbefinden und vor allem für mein geistiges Wohlbefinden. Und der Stress, der ausgelöst wird, sorgt für ein Schrumpfen des Hippocampus bis zu einem Stresssyndrom letztendlich, ein posttraumatisches. Und das hat zur Folge, dass der Hippocampus eben nicht mehr wächst, sondern eben schrumpft, und zwar beschleunigt schrumpft, was eben diese enormen Anstiege an Depressionsraten erzeugt hier. Dann hat die Weltgesundheitsorganisation ähnlich 2019 festgestellt, dass auch die in USA und Europa die Alzheimer-Krankheit auf Platz 3 ist. Alzheimer als Marker wieder für einen schrumpfenden Hippocampus. Platz 3 weltweit, also in Deutschland und in Europa weltweit unter den Top 10. Und das ist wieder Alzheimer. Und hier die Frage, was hat uns jetzt Corona beschert? Hier auch wieder eine Publikation von 2021, Covid-19, Einsamkeit, soziale Isolation und Demenzrisiko bei älteren Menschen, eine systemische Überprüfung und hier eine Meta-Analyse der Literatur. Und die Ergebnisse waren eindeutig, dass die Wahrscheinlichkeit, Alzheimer zu entwickeln, massiv angestiegen ist. Ähnlich hier Covid-19 und Alzheimer-Krankheit, wie eine Krise die andere verschlimmert. Das heißt, Covid-19 hat als Kollateralschaden zu einem massiven Anstieg an Alzheimer geführt. Und damit letztendlich haben wir einen Beweis dafür, dass unter den Covid-Maßnahmen, Corona-Maßnahmen letztendlich wir ein verstärktes Schrumpfen des Hippocampus zu verzeichnen haben. Und hier schreiben die Autoren auch, durch die Covid-19-Maßnahmen verursachte soziale Isolation und Quarantäne leiden Menschen unter Einsamkeit, Depression, Angstzuständen. Und diese Situation ist für Alzheimer-Patienten natürlich noch viel schlimmer. Klar, weil sie kaum einschätzen können, was das Ganze bedeutet. Und die Quarantäne führt bei etwa 60% der Patienten mit Demenz, die schon Demenz haben, zu einem raschen Anstieg der Krankheitssymptome, also einer Beschleunigung sogar des Krankheitsgeschehens, also zu einem rasanteren Schrumpfen des Hippocampus, kann man sagen. Das gilt natürlich auch schon für junge Menschen. Psychologische Konsequenzen der schlechten Schlafqualität bei jungen Erwachsenen, also in der Phase, wo der Hippocampus eigentlich sein maximales Wachstum haben sollte, leidet letztendlich der Hippocampus unter den Maßnahmen. Und es zeigt dann auch diese Studie, hier wird auch publiziert, von April bis Mai 2020. Häufige Schlafprobleme, depressive und Angstsymptome scheinen unabhängig davon zu sein, sogar von der Schlafqualität sind also noch zusätzliche Faktoren, die den Hippocampus schrumpfen lassen. Und das zeigt auch diese Studie hier. Jüngere Menschen sind während der Covid-Pandemie anfälliger für Stress, Angstzustände und Depressionen. Das heißt, ihr wachsender Hippocampus ist noch wesentlich anfälliger für die ganzen Maßnahmen, die hier sozusagen auf die Menschheit losgelassen worden sind. Und auch hier wieder Zusammenhang zwischen Stress und Schlafmangel. Ganz zum Schluss will ich noch einen anderen Punkt erwähnen. Das ist fast genauso gravierend zu den Impfstoffen. Also nennt man ja Impfstoff, aber letztendlich geht es um diese Injektion dieser mRNA mit den Lipid-Nanopartikeln. Und es ist gezeigt worden, die sind ja entwickelt worden, die LNPs, also die Lipid-Nanopartikel, um die Blut-Hirn-Schranke zu überwinden. Es ist also keine Überraschung, dass 2-4% des Plasmaspiegels an dieser mRNA im Gehirn gefunden wird. Dazu sollte man jetzt wissen, dass das LNP selbst natürlich entzündungsförderlich ist. Aber es gab schon Publikationen von SARS-CoV-1, das 2003 ja ausbrach. Hier eine Publikation von 2007, wo man es genau untersucht hat. Da hat man herausgefunden, dass das Spike-Protein fähig ist, in den Makrophagen, also in den großen Fresszellen des Immunsystems, massive Ausschüttungen von Interleukin 1 und TNF-Alpha zu erzeugen. Interleukin 6 und TNF-Alpha, das weiß ich aus meiner Alzheimer-Forschung, sind die potentesten Inhibitoren für die Neurogenese. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man nach einer Injektion Spike-Protein produziert im Gehirn, unabhängig jetzt von der Entzündung, die schon allein durch eine LNP stattfindet, hat man praktisch jetzt eine massive Ausschüttung in die Makrophagen im Gehirn, nennt man Mikroglia, die sind dort auch vorhanden, von Interleukin 6 und TNF-Alpha. Und es ist gezeigt worden, ist eine Publikation von 2008, dass Interleukin 6 die Menge an Interleukin 6, die freigesetzt wird, umgekehrt korreliert mit dem Volumen des Hippocampus, und zwar bei Erwachsenen mittleren Alters. Die Aussage hier,
die Aktivierung zentraler Entzündungsmechanismen über Interleukin 6, und das gleiche gilt auch für TNF-Alpha, führen zur Neurodegeneration des Hippocampus und damit verbundener Beeinträchtigung der Gedächtnisfunktion. Das heißt, wir haben hier sozusagen die Maßnahmen generell, die zur Lockdowns und so weiter, und dann eben auch die Maßnahmen, die zur Befreiung aus den Lockdowns geführt haben, eben die Impfung, also beziehungsweise diese Injektion, soll ja befreiend gewesen sein, aber letztendlich bewirken beide dasselbe, nämlich eine massive Schrumpfung des Hippocampus, eine Hemmung der Neurogenese und letztendlich damit eine breitere Bevölkerung, die unfähig wird, System 2 einzuschalten, wenn notwendig, und erklärt eben, warum man selbst, wenn man Hilfsangebote hat und Alternativen hat, nachdem gezeigt worden ist, dass diese Injektionen nichts bringen, also als selbst der Letzte gemerkt hat, dass er nach einer Injektion immer noch eine Maske tragen muss, warum eigentlich? Das sollte eigentlich System 2 einschalten, tut es bei den meisten aber nicht. Und die Konsequenz oder die Ursache dafür könnte möglicherweise genau darin liegen, was ich hier vorgetragen habe. Schaut man sich das nochmal in der Kurve an, das ist es normal vor Corona. Ein Mangel an verschiedenen Faktoren führt zu einem unnatürlichen Schrumpfen, was wir aber als normal bezeichnen, weil es eben normal ist, leider. Und unter Corona, wenn man mal die frontalen akkuschädlichen Mechanismen, die wir unter Corona gesehen haben, anschauen, dazu gehören die Zunahme an Risikofaktoren, die vorher schon da waren, aber eben verstärkt worden ist. Der Bewegungsmangel hat sich verschlimmert, die Ernährung hat sich verschlechtert, der Alkoholkonsum hat sich vergrößert, die Menschen sind mehr und mehr in ihrer Sorge um ihre Zukunft, die vorher schon da war, nochmal verstärkt worden und. Da kommt das Spiking dazu, was im Gehirn sozusagen dann auch nochmal dazu führt, dass dort der Hippocampus schrumpft. Das heißt, wir haben natürlich hier als Biomarker eine Zunahme an Angstsymptomatiken, aber vor allem, wie ich gezeigt habe, eine massive Zunahme an Depressionsraten und Alzheimerraten. Und es gibt keine Messung bisher der Hippocampi in unserer Gesellschaft, aber ich bin ziemlich sicher, also eine safe bet, also eine sichere Wette, dass die Kurve irgendwie so aussehen wird. Das heißt, hypothetisch natürlich jetzt erstmal nur, aber sehr wahrscheinlich ist, dass dieses unnatürliche Schrumpfen des Hippocampus unter den Maßnahmen nochmal massiv zugenommen hat und eben erklärt, warum die Menschen gar nicht davon wissen wollen, dass eben Alternativen da sind und eigentlich nur repetitiv das wiederholen, also mit System 1 im Prinzip das wiederholen, was sie tagtäglich in den Nachrichten zu hören bekommen. Okay, was haben wir zusammenfassend? Das ist mein letztes Bild, eine gestörte Entwicklung des Frontalhirnakkus. Wir haben eine geringe oder schwindende psychische Resilienz. Damit sind wir leicht steuerbar durch Angst- und Horrorszenarien. Wir haben ein geringes, schwindendes Selbstwertgefühl. Das ist direkt korreliert, unser Selbstwert mit unseren Erinnerungen an uns selbst und damit mit der Größe des Hippocampus. Schrumpft der Hippocampus, schrumpft das Selbstwertgefühl. Was ist die Konsequenz? Wir suchen Stärke in der Gruppe. Das heißt, schwaches Ich sucht starkes Wir. Und wir sehen in der Gesellschaft, da gibt es auch Studien dazu, eine Zunahme des kollektiven Narzissmus. Dann haben wir eine geringe oder schwindende Fähigkeit zum kritischen System-2-Denken. Die Konsequenz ist, wir sind gefangen im stereotypen Denken und Verhaltensmuster, die uns sozusagen propagiert werden. In Summe haben wir eine Akzeptanz, selbst objektiv, widersinniger Maßnahmen in der Gesellschaft. Das heißt, die hirnschädliche, weil artfremde Lebensweise wird dann eben weiter verstärkt durch die Corona-Maßnahmen, die einfach akzeptiert werden. Und das führt zu einem Teufelskreis der Frontalhirnschwächung, in dem wir eigentlich als Gesellschaft jetzt stecken und der letztendlich nicht zu nichts anderem führt als zu einer immer mehr und mehr zombiehaften Gesellschaft. Und mir schwant hier ehrlich gesagt Übles. Und wenn man das hier als Grafik sieht, das wäre artgerecht. Starker Frontalhirnakku in der Gesellschaft ist sozusagen gut. Die meisten Menschen haben einen guten, durch artgerechte Lebensweise. Alzheimer, Depression und System-2-Schwäche sind selten. Wir haben aber eine starke Linksverschiebung, allein schon durch unsere moderne Lebensweise. Viele Mängel in vielen verschiedenen Bereichen, die ich gezeigt habe. Und durch die koronare Lebensweise ist es jetzt nochmal massiv nach links verschoben worden. Und die Frage ist, wie kommen wir nach rechts? Und was beobachten wir in der Gesellschaft? Naja, Menschen wollen nur noch hören, was sie glücklich macht. Und Wahrheiten, ja, die uns stören könnten, da will keiner ins Kino. Und wenn wir Antworten suchen, ja, biete ich vielleicht das hier an.
da gibt es einige Möglichkeiten und damit möchte ich es eigentlich auch schon beenden. Ist es denn auch angeboren? Weil ich habe jetzt so den Eindruck, dass es ja viele Leute gibt, gerade in der Aufklärungsbewegung, die waren zwar vielleicht auch gestresst, sind aber ja nicht in diesen rattenhaften Angstmodus da eingestiegen und sind auch trotz der Ängste, die uns ja da auch umtreiben, Demokratieverlust und Druck durch diesen Impfpflicht quasi da im Gesundheitswesen und so weiter und der Stress, den das auch für die Kinder der Schule bereitet hat und so weiter. Da sind die ja aber trotzdem, hatten die ja, viele haben da ja eine Resilienz und haben auch ganz viele Schikanen, zum Beispiel durch die Polizei auf Demos oder sowas erduldet, ohne dass sie in sich zusammengeknickt sind. Ist das denn auch gibt es da eine größere Grundausstattung eben an Hippocampus, Volumen oder Fähigkeit zur Resilienz, zur Widerstandsfähigkeit gegenüber solchen Beeinflüssen? Ja, auf jeden Fall ist es so, dass Menschen unterschiedliche Resilienz haben. Das ist einfach gegeben. Ob das alle angeboren, würde ich gar nicht sagen. Das hat etwas damit zu tun, wie man halt eben das Leben gegangen ist bisher. Und man muss ganz klar sagen, da kommt das Thema Eustress zum Tragen. Wenn ich auch sozusagen, wenn ich mich gegen diese Maßnahmen wehre oder mich mit dem Problem auseinandersetze, mich mit anderen Leuten dann treffe und dann habe ich auch wieder sozusagen Kontakt zu anderen Menschen und eben nicht mich isoliere und die Angst wahrnehme und dann alleine zu Hause bin und schon panische Angst habe, wenn ich nur mit jemand rede, weil der allein schon durch die Nähe zu mir möglicherweise mich anstecken könnte. Das heißt, wenn ich sozusagen ja sehr früh auch vielleicht Glück hatte, dass ich merke oder mit anderen Menschen zusammen waren, die mir die Augen geöffnet haben und dann sagen wir mal, Theater, ich will nicht Kasperle-Theater sagen, das wäre eine Verniedlichung, aber das ganze Theater, was wir erlebt haben, was ja die ganzen Angstszenarien, Horrorszenarien, die uns da dauernd vorgebetet worden sind, wenn man da hinter die Kulissen sehr früh schauen konnte, weil man eben entweder selbst drauf gekommen ist oder eben einen Partner hatte, Freunde hatte, die einem die Augen geöffnet hat, die einem den Trick gezeigt haben sozusagen, dann kann einen sozusagen der Zaubertrick nicht mehr beeindrucken. Aber wenn man das nicht gesehen hat und immer mehr und mehr durch die Angstsymptomatiken dann und durch die Maßnahmen dann immer mehr und mehr eingeschränkt ist, hinter den Kulissen eigenständig zu gucken und sich dann auch nicht mehr mit Menschen auseinandersetzen will, die einem Rat geben und sagen, hey, hör mal, du, das ist gar nicht so, das sieht anders aus, schau dir mal diese Fakten an. Das wollen die gar nicht mehr hören, weil die mangelnde Resilienz dazu führt, dass man sogar Angst vor Neuen hat, weil das Neue ja gar nicht sozusagen zum Lebensstil passt, den man jetzt gerade führt. Das Stereotype müsste man durchbrechen. Das heißt, es ist ein bisschen ein Zufallsprinzip gewesen, wer in welche Gruppe kommt. Ich glaube, viele Leute, die auch noch eine gute Resilienz hatten, aber eben durch die Angst überwältigt worden sind, sind dann eben in diese Phase geraten, wo sie eben nicht mehr reagieren konnten. Und je weiter sozusagen das voranschreitet, umso unfähiger wird man. Und das ist eben auch das Problem, was wir als Gesellschaft haben. Es ist mit Sicherheit aufgrund der hohen Depressionsraten, die wir jetzt sehen, als Biomarker so, dass ein Großteil der Weltbevölkerung in dieses Slippery Slope, sage ich mal, geraten sind und es eigentlich nur eine Abwärtsspirale ist. Und die große Frage ist, wie wir uns alle retten können, weil es geht nicht mehr nur darum, dass man den Menschen sagt, schau dir mal meine Argumente an, die sind vernünftig und ich kann das alles beweisen. Wir stehen Menschen gegenüber, die diesen Beweis gar nicht haben wollen. Also wir haben Menschen dann innerhalb der Bubble und außerhalb der Bubble, wie man schon so schön sagt, außerhalb der Blase. Und die zu erreichen, da muss man ganz andere Maßnahmen probieren. Und wie das so hinzubekommen ist, es ist schwierig. Das ist nämlich so, alleine können die das nicht. Das ist ähnlich wie beim Depressiven. Der kann sich nicht allein aus der Depression herausholen. Und wir haben ja praktisch mit der schwachen Frontalhirnakkuaktivität praktisch einen depressiven Zustand oder einen prädepressiven Zustand. Und den Zustand zu durchbrechen, eigenständig, ist schwierig. Das heißt aber auch nicht, dass wir jetzt den Leuten sagen, hey, guck mal, das sieht alles ganz anders aus und lösen damit das Problem. Wir müssen eigentlich überall ansetzen. Wir müssen die Leute mitnehmen auf den Spaziergang, damit mehr Bewegung ins Leben kommt. Die müssen sich anders ernähren. Und wie man das schafft, ist es ganz, ganz schwierig. Ich kenne das aus der Alzheimer-Forschung. Alzheimer bieten wir diese Programme an. Ich habe ganz viele Ärzte, die in meinem Netzwerk sozusagen versuchen, Menschen wieder dazu zu bringen, ihren schrumpfenden Hippocampus zu reaktivieren, dass er ins Wachstum gerät und damit Alzheimer überwindbar wird und oder die Angst davor auch unbegründet wird. Und es ist ganz, ganz schwierig, je weiter dieser Prozess fortgeschritten ist. Und es braucht einfach die Mithilfe von uns allen. Also wir müssen wirklich die Leute an die Hand nehmen.
Und dann ist es wahrscheinlich Herr Nils, so, Entschuldigung, Wolfgang, eine Frage. Toll, dass du da bist. Ich hatte dich noch gar nicht gesehen. Hallo. Im Zoom. Hallo. Ja, ich bin begeistert, verfolgt den Vortrag und finde es sehr schön, weil wir haben ja in diesen 2 Jahren so viele Erklärungen gefunden und so viele Erklärungen gehört von Soziologen, von Politikern, von Wirtschaftsleuten. Und diese Erklärung, die Sie jetzt geliefert haben, ist ja eine, die von der Funktion unseres Gehirns ausgeht und die da die Zusammenhänge darstellt. Und ich finde, das ist sehr, sehr plausibel, was Sie gesagt haben. Ich finde es auch, und ich habe jetzt mir selbst die Aufgabe gestellt, so jetzt musst du das mal alles zusammenbringen. Das, was der Herr Desmet uns erzählt hat, der über die Messpsychosis gesprochen hat, das, was Sie jetzt erzählt haben und das, was Catherine Austin Fitz uns erzählt hat und was wir alles, diese ganzen verschiedenen Blickwinkel, die wir erlebt haben, jetzt auch hier im Corona-Ausschuss, auf ein und dasselbe Geschehen eigentlich, die sind sehr anregend, muss ich sagen. Das ist etwas, das empfinde ich als wichtige Aufgabe, dass wir diese Dinge mal zusammenbringen und dass wir versuchen, für uns ein Bild zu konstruieren, was uns dann hilft, auch unser Leben anders zu gestalten und unseren Alltag anders zu gestalten. Das, was Sie eben zuletzt sagten, dass man, wenn man auf die Straße geht, wenn man sich mit anderen Menschen trifft, wenn man nicht alleine an das Grübeln alleine dann macht, sondern wenn man mit anderen sich auch streitet und sich dabei sogar bewegt, wie die Montagsspaziergänge. Was ich da auch gehört habe, wie viele Leute sich da kennengelernt haben und wie viele Gruppen sich gebildet haben, die sind ganz begeistert. Ich habe völlig neue Leute kennengelernt, endlich mal ganz andere. Und die anderen, die ich vorher kannte, die sitzen alle zu Hause. Und also so dieses, das hört man sehr, sehr oft. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass unsere Gesellschaft dann neue Kraft entwickelt und neue Anreize entwickelt. Also ich finde das eine ganz, ganz spannende Zeit, die wir erleben. Und ich finde es unheimlich toll, was Sie uns gezeigt haben. Ich habe mir hoffentlich kriegen wir Ihren Vortrag, dass wir den auch ins Netz stellen können, Netz stellen dürfen. Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man den dann auch anderen nochmal zeigen darf. Und natürlich, also Sie wissen ja, ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben und da habe ich das noch nicht so, habe ich das noch nicht auf dem Schirm gehabt, was Sie jetzt erzählt haben. Aber ich denke, mein Buch hieß ja, das wollte ich als Mittel gegen die Angst machen. Ja. Deshalb habe ich alle möglichen Sachen erklärt und Zusammenhänge erklärt, dass die Leute sagen, ach so, dann ist es ja nicht so schlimm. Also das war das Haupt, das war so die Haupt, das Hauptziel meiner Arbeit. Und habe dann auch versucht, so viele Dinge zu erklären, damit man weiß, was dahinter steckt und damit man das auch darüber nachdenken kann. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass Sie jetzt die neurophysiologischen Prozesse dann auch mal dargestellt haben, die dazu geführt haben. Vielen Dank. Gerne, danke. Im Prinzip Hallo. Ist doch auch so, dass die, sagen wir mal, wir haben ja immer von dieser kognitiven Dissonanz auch gesprochen. Und dass es natürlich so ist für Leute, die sich jetzt eh schon in diesem möglicherweise reduzierten Zustand, in dieser Angstfalle auch befinden, macht das natürlich zusätzliche Angst, dass ich jetzt eben erkennen muss, okay, ich habe mich vielleicht falsch entschieden bei diesen Injektionen oder hätte da an der Stelle keine Angst haben müssen. Das ist ja was dann kaum mehr zu ertragen ist, wenn man sowieso schon so auf der Kippe steht. Das erleben wir auch im Familienbereich so. Ich meine, Leute, die ganz begeistert waren in unserer Familie, sich die Injektion zu holen, die sagen uns ganz unverblümt jetzt, wo sie langsam feststellen, dass sie da irgendwie auf dem Holzweg waren, in ihren Vorstellungen, dass sie panische Angst haben zu wissen, was dahinter steckt oder was jetzt für auf sie zukommen könnte. Und es sind noch sozusagen engstirniger, ja, was das Thema angeht und versuchen dann eben auch andere Erklärungen zu finden, kann doch gar nicht sein und so. Aber ja, wir haben jetzt praktisch eine Spaltung der Gesellschaft auch. Also die Spaltung, die Kahnemann erwähnt hat, als Spiegelartikel hat er gesagt, als hätten wir 2 Gehirne, als wären wir gespalten innerlich. Und er meint diese Spaltung in System 1 und System 2. Mhm. Diese Spaltung haben wir eigentlich jetzt als Gesellschaft. Wir haben praktisch eine System 1, System 2 fähige Gesellschaft. Also wissen Sie, da widerspreche ich. Ja. Ich würde das nicht so festschreiben. Denn ich habe die große Hoffnung, dass die, die Spritzen verkauft haben, hauptsächlich Geld verdienen wollen. Und dass die Qualität der Spritzen so, zum Glück, so schlecht ist, dass viele Menschen, die sie gekriegt haben, nicht damit rechnen müssen, dass da überhaupt irgendwas kaputt geht. Das, was Sie gesagt haben, wie man das Gehirn in Trab hält und wie man sich besser und stärker macht, auch mental stärker macht, das gilt in jedem Fall, das gilt für alle. Aber ich denke, wir müssen die Leute, die Spritze gekriegt haben, die müssen sich ja nicht nochmal einer solchen Injektion
aussetzen. Aber sie haben die große Chance, dass sie was gekriegt haben, was sie nicht, was ihnen irgendwie, wo sie mit fertig werden können. Und auch für die lohnt es sich ja jetzt sehr zu trainieren. Und ich denke, dass diese positive Geschichte, dass wir die Hoffnung haben, dass wir eben uns nicht schwächen lassen durch sowas und dass das eben in jeder Beziehung schwach war. Das war eine schlechte Spritze und zum Glück war sie auch noch schlecht gemacht und wir haben leider nur sehr viel Geld dafür ausgeben müssen. Also das ist eine Sache, die ich denke, wir müssen nicht zusätzliche Angst dadurch schüren bei den Leuten, die sich haben spritzen lassen, sondern wir müssen auch diesen Menschen sehr viel Mut machen, damit sie ihre Seepferdchen trainieren. Das ja, genau. Ist ja so, dass ja diese Interleukin-6-Geschichte, wo ich vorhin erzählt habe, ne, das Spike-Protein sozusagen das induziert und Interleukin-6-Problem existiert ja schon immer. Das entsteht durch die Art und Weise, wie wir unser Leben führen, haben wir einen proentzündlichen Zustand. Da muss man dran ansetzen. Und ich meine, das Spike-Protein wird ja auch abgebaut im Körper und irgendwann ist es ja auch wieder weg. Und wenn man aufhört mit diesen Spritzen, dann hat, wie ich bei der älteren Bevölkerung gezeigt habe, in dieser Studie, wir haben immer die Möglichkeit, unseren Hippocampus wieder wachsen zu lassen. Also das Seepferdchen ist lebenslang trainierbar. Es ist sogar trainierbar noch in der Frühphase von Alzheimer. Das ist gezeigt worden. Es gibt 2 Publikationen, die zeigen, bei mehreren, also 2 Gruppen von Menschen, die man untersucht hat, die haben tatsächlich ihren Lebensstil geändert, schon bei Diagnose Alzheimer und als in der frühen Phase noch, und haben eine Reversion hinbekommen, also eine komplette Umkehr und sind wahrscheinlich sogar geistig fitter, wie sie vorher waren. Und das ist etwas, was mir viel, viel Hoffnung macht. Die Frage ist eigentlich nur, wo setzt man den Hebel an? Wie kriegt man ja die Menschen dazu? Weil was uns die ganze Krise ja liefert, habe ich bei Vitamin D-Vortrag ja schon gesagt, ist eine enorme Chance, zu schauen, was läuft eigentlich schief in unserer Gesellschaft. Was hat eigentlich überhaupt Corona ermöglicht? Wären wir nicht schon sozusagen wäre nicht ein großer Teil der Bevölkerung schon in einer Phase gewesen, wo man ja in dieser schrumpfenden Hippocampus-Phase gewesen, hätte man wahrscheinlich gar nicht so ein Spiel mit uns spielen können als Gesellschaft. Die haben ja schon die Jahre vorher immer Spielchen mit uns gemacht, die damit Geld verdienen, dass unsere Seepferdchen schrumpfen. Ja. Also diese Industrie, die lebt ja davon, dass wir das nicht merken, was sie mit uns machen. Genau, deswegen habe ich das erste Buch Alzheimer-Lüge genannt. Allein jede Publikation, die zum Thema Alzheimer gibt, heißt, Alzheimer ist A, eine Krankheit des Alters, Alter ist der Hauptrisikofaktor, oder die Gene sind es. Da ich weder mein Alter verändern kann, außer Selbstmord zu begehen, also das Altwerden kann ich nur beeinflussen durch Selbstmord, oder ich kann meine Gene nicht mehr verändern, weil meine Eltern sind halt eben meine Eltern gewesen, die kann ich nicht nachträglich ändern, bleibt nur die pharmazeutische Lösung. Und das ist die große Lüge, weil, wie ich zeigen konnte, hat es mit dem Alter überhaupt nichts zu tun. Es braucht nur Jahrzehnte, um einfach den Hippocampus so weit schrumpfen zu lassen, dass Alzheimer entsteht. Das heißt, es ist eigentlich nur eine... Das Alter ist eigentlich nur eine Konsequenz sozusagen dieses Schrumpfungsprozesses, aber nicht die Ursache. Bei den Genen ist es ja auch noch so, dass die nicht immer alle wirksam sind, sondern dass die angeschaltet werden, ausgeschaltet werden. Wie das genau passiert, diese epigenetischen Prozesse, welche Gene dann relevant werden für unser Leben, das ist ja auch noch nicht so genügend. Das ist ja auch nicht ausreichend erforscht und vielleicht auch zum Glück, denn sonst würde man da auch noch wieder manipulieren. Also es gibt eine ganz gute Hinweise. Ich möchte dafür ganz kurz einhaken. Zum Beispiel ist der Hauptrisikofaktor für also schlechte Gene, die wir als schlechte Gene betrachten, ist das sogenannte ApoE4. ApoE4 ist relativ häufig in unserer Bevölkerung, 8-10%, ist der Hauptrisikofaktor genetisch für Alzheimer. Es ist aber gezeigt worden, dass er nur dann halt ein Risikofaktor ist, wenn wir artfremd leben. In dem Moment, wo wir anfangen, Sport zu treiben oder uns bewegen, uns gesund ernähren, führt ApoE4 sogar zu einem intelligenteren Gehirn. Das heißt, ApoE4 wird nur zum Risikofaktor unter artfremder Lebensweise. Sie sagten jetzt auch sowas vorhin von EPO, haben Sie auch gesprochen, glaube ich, ne? EPO, ja. Das, was die Blutbildung hier anregt, das ist ja ein Dopingmittel bei den Sportlern gewesen. Und das wird ja auch dann, kommt ja, deshalb hat man ja in hoher Höhe dann auch die Sportler trainiert, damit sie dann dort diesen Reiz haben. Jetzt gibt es aber unheimlich viele Firmen, und ich habe das mit Schrecken, da hat man so eine Analyse gemacht, die Firmen versuchen unheimlich stark, das künstliche EPO auf den Markt zu bringen. Und dass die Ärzte das anwenden, und die Diagnose wird immer wieder ausgeweitet, weil man das gerne verkaufen möchte. Das sind meistens patentierte Medikamente und die werden dann durch Beobachtungsstudien so auf den Markt gedrückt. Die Ärzte kriegen auch ein bisschen was ab, wenn sie die verordnen. Das läuft ja seit über 10 Jahren oder länger.
Und wie ist das, wenn ich habe eigentlich ja immer so das Prinzip gemerkt, überall, wo ich hingeguckt habe, der Körper, der reagiert ja auch darauf. Gibt es da auch einen Regelkreis, der das, wenn da künstliches EPO zugeführt wird, dass dann Dinge, die sonst die EPO-Produktion, die eigene EPO-Produktion ankurbeln, so ähnlich wie beim Diabetes, beim Insulin, die praktisch den Regelkreis dann irritieren oder wie bei der Pille, nicht? Dass da plötzlich selber kein Hormon mehr produziert wird, weil man das von außen ein bisschen zuführt. Gibt es solche Effekte auch beim EPO? Wissen Sie das? Mit Sicherheit. Ich meine, der Körper muss kein eigenes EPO produzieren, wenn er sozusagen Fremdes bekommen hat, weil die Sauerstoffmangel natürlich eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, dass er sich entwickelt unter den gleichen, sagen wir mal, Umweltbedingungen, dass wenn ich die Treppe hochgehe und würde ich normalerweise eigenes EPO produzieren, habe ich aber Fremdes da, dann ist es ja nicht nötig und dann wird es wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Aber was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe ja in einem Schaubild, jeder das Video sich dann später anschaut, dafür wird er wahrscheinlich öffentlich gemacht, kann in einem Schaubild sehen, gibt es ganz viele Hormone, die ich da angezeigt habe. Irisin, was im Muskeln produziert wird, Adenoprotektin, Wachstumshormon und viele andere. Und der Grund, warum da viele sind, erkläre ich mir folgendermaßen. Würde der Körper nur EPO produzieren als Mechanismus, dann braucht das sehr viel EPO, um sozusagen einen Effekt zu erzielen. Dadurch, dass er aber sehr, sehr viele verschiedene Hormone produziert, die alle sozusagen verschiedene physiologische Systeme angehen, aber alle letztendlich aber auch auf den Hippocampus wirken, reicht mir eine kleine Dosis. Das heißt, ich habe eine Summe von vielen, vielen unterschiedlichen Faktoren in kleiner Dosis, was ich nicht ersetzen kann, indem ich jetzt praktisch jetzt mich nicht bewege und ich nehme nur EPO. Dann brauche ich eine Riesendosis, um den gleichen Effekt aufs Gehirn zu haben. Das heißt, Bewegung sorgt für 12 Hormone oder noch mehr, die den Hippocampus anregen. EPO ist aber nur eins. Und ich mit dem einen die Wirkung von 12 sozusagen simulieren möchte, brauche ich eine Riesendosis und dann komme ich in Nebenwirkungen. Weil dann habe ich so viel EPO, dass es dann so extrem hohe Erythropoietinspiegel gibt, also Hämatokrit. Geht der Hämatokrit sehr, sehr hoch, habe ich eine schlechte Rheologie, also eine schlechte Blutflusseigenschaft. Genau, dann kriege ich Thrombosen und so weiter. Und deswegen ist die pharmakologische Lösung eben nicht so gut wie die natürliche, weil die natürliche eben in Balance stattfindet. Das finde ich toll, dass Sie das jetzt sagen. Ich gehe auch davon aus, dass wir und dass unser Körper ja nicht trivial ist. Das heißt, was wir beobachten, das ist ja meistens sind Korrelationen zwischen bestimmten Messgrößen, Versuchsanordnungen. Da gucken wir uns das EPO an oder gucken uns andere Faktoren an oder messen irgendwas. Aber dass in unserem Körper ein Netzwerk von voneinander abhängigen Regelkreisen besteht, die wir gar nicht auf einmal durch eine wissenschaftliche Anordnung nachvollziehen können, das ist so komplex, dass wir eigentlich ganz zufrieden sagen können, Mensch, wir sind so eine tolle Konstruktion. Wir müssen alles nur, was wir können, auch nutzen, damit wir fit bleiben. Das heißt, wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns den Aufgaben stellen. Wir müssen viel denken. Wir müssen mit anderen Menschen Kontakt haben. Wir müssen alles, was wir können, müssen wir aktiv nutzen, solange und so oft es geht. Dann können wir eigentlich nichts verkehrt machen. Absolut, genau. Die Natur hat ja sozusagen über die evolutionäre Logik sozusagen dazu geführt, mit sozusagen immer nur das Endresultat optimiert, subtil über Generation und Generation, über Jahrmillionen. Und da das ist schon vermessen zu sagen, ich gebe es da einen Stoff rein und der ändert alles. Ja. Das sieht man aber häufig, denn das sieht man auch so in Gesprächskreisen von gesundheitsbesorgten Menschen. Die haben dann das Vitamin D entdeckt. Und das ist, wenn man das macht und das muss man jeden Tag nehmen, dann wird man alt und bleibt gesund. Das reicht nicht. Es ist wichtig, dass man genug hat, aber das hängt zusammen mit so vielen anderen Dingen. Und ich denke, man soll an die Sonne gehen, man soll nach draußen gehen, man soll das tun, was möglich ist und alles benutzen, was man kann, damit man stark bleibt und so lange wächst wie möglich. Und dieser Ersatz durch Medikamente, der ist manchmal sinnvoll, aber ja, es ist ein Fehler, wenn man Vitamin D als Medikament betrachtet. Das ist wirklich eine Ergänzung dessen, was ich sozusagen nicht durch natürliches Leben hinbekomme. Und natürlich in der Sonne draußen hat er mehr Effekte, wie nur Vitamin D zu produzieren. Zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt hatte, steigt der Melatoninspiegel. Mhm. Wenn ich sportlich mache, habe ich einen erhöhten Wachstumshormonspiegel nachts. Und diese zwei Faktoren kommen dann zum Vitamin D dazu. Wenn ich natürlich das im Winter mache, weil ich jetzt nicht mehr in Afrika lebe,
muss ich natürlich Vitamin D supplementieren, aber es ersetzt nicht die Bewegung. Und das, jetzt, und das Ganze subsumiere ich dann in meinen Büchern auch unter dem Gesetz des Minimums. Und das ist ja schon von Pflanzen schon entdeckt worden, 1828. An Karl Sprengel hat es entdeckt, hat gesagt, wenn eine Sache fehlt, bricht das System zusammen. Aber man käme nie auf die Idee, also ein Automechaniker, wenn mein Auto stehen bleibt, der würde ja nie, wenn ich ihn anrufe, sagen, mein Auto bleibt stehen, dann sagt er, es ist immer das Benzin. Wenn ich aber wenn ich aber körperlich stehen bleibe und einen Arzt anrufe, dann gibt er mir ein Antidepressivum. Weil es kann nur eine Depression sein, es kann nur, und es muss einen Grund haben, der nichts mit meinem Leben zu tun hat. Der würde nie, die wenigsten schauen nach, was ist vielleicht die Ursache der Depression, warum mangelt die Neurogenese? Und letztendlich ist die Therapie ja auch nur eine mögliche, wo ich dann eben das ersetze, was mangelt. Und das ist das Gesetz des Minimums. Und das wird leider in der medizinischen Praxis nicht gemacht. Das heißt, praktisch jeder Landwirt kennt das Gesetz des Minimums und düngt seinen Acker entsprechend. In der medizinischen Praxis sehen wir das ganz selten, leider. Ich habe noch eine abschließende Frage. Wir haben nämlich unseren nächsten Gast schon in der Leitung. Es ist sehr, sehr interessant und sehr wichtig, finde ich auch, Wolfgang, auch was du gesagt hast. Ich finde, das ist ganz toll. Es bringt hier nämlich wirklich mal diese ganz vielen verschiedenen Aspekte zusammen. Also, oder jedenfalls gibt es eine zugrunde liegende Erklärung für die ganzen Effekte, die wir oder Maßnahmen, Folgen, Manipulationsfolgen und so weiter, die wir gesehen haben. Ich habe, also wir haben noch ein paar Fragen. Ich würde die jetzt allerdings vielleicht zurückstellen. Ich schlage vor, wir schreiben einen Artikel dazu und würden dann, Corwin, wenn du die Fragen vielleicht registrieren könntest, würden wir die dann auch da in diesem Artikel beantworten. Ich habe nur eine allerletzte Frage, und zwar, wie bekannt würden Sie sagen, ist denn dieses Ganze, was Sie jetzt gesagt haben? Also wenn wir davon ausgehen, die Politik hat sich ja um die Kollateralschäden nicht gekümmert. Da gab es ja im April eine Aussage, dass man keine Analyse gemacht hat zu den Kollateralschäden, die man erwarten kann und auch nicht vorhat, da eine entsprechende Analyse zu machen, ja, als man sich für die Maßnahmen entschieden hat, und auch nicht, man hat es ja dann auch nicht begleitend sehr schnell eine Analyse gemacht, hat ja dann Stefan Kohn gemacht mit seinem Fehlalarmpapier, aber das hätte natürlich auch von der Regierung ausgehen müssen. Wie sehen Sie denn das? Ist das so bekannt, dass man sagen kann, oder hätte man sich das denken können, dass diese ganzen Sachen passieren, so von, wenn man auch eine wissenschaftliche Beratung irgendwie bekommen hätte, die Regierung, hätte man dann auf diese ganzen Demenzauswirkungen und so weiter, hätte man das eigentlich erwarten müssen können? Ja, hätte man erwarten müssen. Also ich denke, also sagen wir so, wenn irgendjemand, der den Hintergrund hat, den ich habe, das, was ich mir einfach durch Literaturstudium sozusagen erworben habe an Wissen zu diesem Thema, und ich arbeite ja schon an diesem Thema seit 15 Jahren ungefähr intensivst, meine ganzen Bücher zu Alzheimer beruhen ja auf dieser These, wie die auf diesen Zusammenhängen. Also wenn jemand von meinem Kaliber sozusagen diese technokratische Elite, ja, wie soll ich sagen, beraten hätte, dann hätte man den Leuten gesagt, wenn er das macht, dann wird das und das passieren. Und die große Frage ist, ob das geschehen ist. Und wenn ja, dann muss man sagen, ist das ein großer Plan, ja, eine Zombie-Gesellschaft zu generieren, ja, mit der man auch in Zukunft machen kann, was man will, weil die Folgen dann einfach blind der Propaganda. Aber das sind wär, Sie denn? Ja. Sind Sie denn irgendwann mal von der Opposition überhaupt gefragt worden? Da gibt ja im Parlament gibt es ja manchmal eine Opposition, die dann solche Fragen stellt. Das ist ja die Aufgabe, unbequem zu sein und die Regierung in Frage zu stellen. Die müsste eigentlich ja Leute wie Sie dann auch reinholen bei Anhörungen und müsste das diskutieren, müsste dafür sorgen, dass das diskutiert wird. Sind Sie mal irgendwann von Parlamentariern eingeladen worden? Haben Sie das mal darstellen dürfen? Nee, noch nicht. Ich habe einen offenen Brief an Herrn Lauterbach geschrieben, allerdings nur zu dieser Vitamin D-Frage. Und da habe ich jetzt nur von der Präsidentin des Bundestags, der hat mir jetzt geschrieben, das habe ich auch öffentlich gemacht, im Brief, dass man das dann spannend findet und dass man es an die entsprechenden Gremien weiterleiten wird. Aber grundsätzlich bin ich nicht gefragt worden und bisher. Und das ist auch schade ein bisschen, weil übrigens, es gab ja wohl, also Frau Fischer hat gerade gesagt, die Regierung hat es nicht gemacht. Ich kann mich erinnern, es gab ein geleaktes Paper im Frühjahr 2020 schon, also Frühsommer, vom Dezernat 4, glaube ich, war das. Und das hat man schon publiziert gehabt, dass innerhalb der Regierung herausgefunden, dass die Maßnahmen schlimmer sind als die Krankheit und die Kollateralschäden schlimmer sind. Man müsste sich es nochmal genauer anschauen. Das ist das Papier von Stefan Kohn.
Also über den kritischen Infrastruktur, der hat ja diese Analyse gemacht und da hat sich ja dann die Regierung dergestalt positioniert, dass sie gesagt haben, das ist quasi die Privatmeinung eines Mitarbeiters. Jedenfalls als geduldete Aktivität oder auch nicht unerwünschte Aktivität, aber dann hat man sich eben distanziert davon, ich denke, weil es halt unangenehm war. Ja, weil es natürlich. Aber die Analyse war relativ gut dort. Die war sehr gut. Die ist sehr gut. Was sozusagen Depressionsraten, Angstsymptomatiken und so weiter angeht, aber ich bin ziemlich sicher, dass da auch ein Kapitel drüber steht. Erinnere ich auch, genau. Das heißt, man wusste relativ früh schon, dass das die Auswirkungen sind und man hat ja auch schon im März 2020 publiziert vom BMI, glaube ich, dass man die Angstsymptomatik ja fördern will und nutzen will, um sozusagen die Menschen sozusagen in diese Richtung zu treiben und dass dann eben letztendlich nur als Ausweg aus der Angst eben dann dieses Vaccinierungsprogramm ist. Also Angst zu fördern und zu nutzen war mit Sicherheit Thema, inwieweit man sozusagen die Mechanismen aggressiv vorangetrieben hat, um das hypokampale Schrumpfen voranzutreiben, um die Menschen letztendlich gefügiger zu machen. Das ist eine Verschwörungstheorie letztendlich, da habe ich keine Beweise dafür. Man kann schon sagen, dass ein totalitäres System länger überlebt, wenn die Leute nicht kritisch nachdenken. Absolut, ja. Also das Motiv wäre da, die Indizien, dass es alles gemacht wurde, was in meinen Büchern steht, was man nicht machen sollte, das ist auch da. Also das heißt, wir haben alle Indizien, wir haben das Motiv, aber ob es tatsächlich so stattgefunden hat oder für die technokratische Elite eine glückliche Koinzidenz war, das ist schwer zu sagen, aber die Konsequenzen sind letztlich die gleichen. Wir müssen aufpassen, dass die Abwärtsspirale aufgehalten wird. Ja, und wir müssen uns daran gewöhnen, dass es tatsächlich Verschwörungen gibt. Nicht nur, dass es diese Diffamierung, dass jemand, der daran denkt, dass Menschen etwas Böses planen oder was Böses in Kauf nehmen auch, wenn sie Geschäfte machen wollen, das ist einfach so. Wenn ich dann denke, die ganze Korruptionsdiskussion, das ist immer, wenn Korruption eine Rolle spielt, dann da sind da Leute auch unterm Tisch, haben sich geeinigt zu Lasten Dritter. Und das nennt man normalerweise, sowas nennt man Verschwörung. Ja. Korruptionsbekämpfung ist eigentlich ein erklärtes Ziel einer gesunden Demokratie und jeder gesunden Organisation. Also die Hintergründe zu beleuchten ist gerade das Thema von meinem neuen Buch, woran ich schreibe. Und ich bin gern bereit, in 2 bis 3 Monaten soll dies damit fertig sein. Dann komme ich nochmal und werde es dann gern erläutern, was ich dann an Hintergründen gefunden habe, inwieweit wir vielleicht wirklich von einer Verschwörung reden können in diesem Thema. Das wäre, glaube ich, dann der richtige Zeitpunkt. Faszinierend, ja. Also es wird immer deutlicher. Es ist wirklich spannend. Man sieht und lernt immer so viel. Ja, fantastisch. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen und vielleicht nochmal einen tieferen Einblick in die ganze Geschichte kommen. Herr Dr. Nils, fantastisch. Ja, wäre sehr erhellend. Vielen Dank. Danke sehr, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut. Vielen Dank. Ja, das war der Arzt und habilitierte Molekulargenetiker Dr. Nils, hat uns über die neurodegenerativen Folgen der Maßnahmen, berichtet hier.